Spaß und Fußball. Mit Gott. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge SCM-TV, heute vom Trainingsgelände des SC Melle 03. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen werfen und einen Mann bei der Arbeit beobachten, der, egal wie gut er trainiert und wie hart er sich reinhängt, immer mit einem Platz an der Seitenlinie Vorlieb nehmen muss. Die Rede ist von Thomas Eilering, der stieg vergangene Saison als Torwarttrainer beim SC Melle 03 ein und ist jetzt zum Co-Trainer aufgestiegen. Thomas Eilering ist ein eher ruhiger Zeitgenosse, eigentlich. Er kann auch anders. Ich bin beim Tor. Na los, komm! Mensch! Oh, Rückpass! Nein! Seit Beginn der neuen Saison ist Eilering Co-Trainer beim SC Melle, arbeitet eng mit Trainer Fahad Dahecht zusammen und gibt im Training die Richtung an. Ob er beim SCM mitarbeiten wolle, da habe er nicht lange überlegen müssen, sagt Eilering. Als Lehrer für Sport, Deutsch und Religion an der Heinrich-Böll-Schule kannte er Melle und hatte das Vereinsleben schon eine Zeit lang im Blick. Bei einer Aufgabe kann er besonders viel Erfahrung mitbringen, dem Torwarttraining, mit dem er 2010 beim SCM einstieg. Mit Eintracht Nordhorn spielte er immerhin in der Regionalliga. Er fordert Einsatz. Alles geben, das gilt nicht nur im Spiel, sondern auch bei jedem Training mit Thomas Eilering. Seine Philosophie: Man muss positiv verrückt sein. Und wenn man das noch mitnehmen kann in seinen Trainerjob, ich glaube, dann ist das eigentlich eine gute Mischung. Und die Jungs können da gut mit umgehen, die wissen genau, was ich will. Und wenn sie auch vernünftig mitmachen, dann haben wir auch relativ viel Spaß beim harten Training. Eine herzliche Härte, sagt sich der 42-Jährige selbst nach. Er gibt Zuckerbrot und Peitsche. Ne? Wenn die gut halten, auch, dann lobt man sie auch. Aber wenn sie einen durch die Hosenträger kriegen, was soll ich dann sagen? Soll ich sagen, ja, kann passieren? Scheiße! Wenn wir einen Fehler machen hinten drin, ja, dann ist das meistens ein Tor, da kann man nicht mehr auswetzen. Und dann muss man dafür gerade stehen. Und da können die Jungs auch ganz gut mit umgehen. Für Torwart Felix Zimmermann ist die Frage nach Eilerings Trainertyp leicht beantwortet. Er ist schon eher der harte Schleifer, würde ich schon sagen. Aber Zimmermann, der Eilering bereits aus seiner Zeit in Hellern kennt, sieht auch die Erfolge nach der Arbeit. Ja, aber von nichts kommt ja nichts und wir wollen uns natürlich verbessern und dadurch müssen wir halt dann auch mal Gas geben und einmal ein Gras beißen. Und auch Kollege Jens Eismann hat seine Einstellung zu Eilerings Trainingseifer gefunden. Das kann man zu Hause in der Familie, da kann man sich die Posen, aber nicht auf dem Fußballplatz. Eismanns Urteil fällt durchweg positiv aus. Man merkt, er ist einer vom Fach. Also er hat zwar früher selber Torhüter und was für einen Trainer auch wichtig ist, man merkt ihm das an, das macht ihm Spaß. So, und das bringt er rüber. Mithilfe seiner Tipps und Tricks wollen Melles Torhüter noch so manchen Stürmer verzweifeln lassen, auch wenn dafür aus dem ruhigeren Thomas Eilering ab und zu mal ein Lautsprecher wird und sich die Keeper im Training richtig lang machen müssen. Meine Damen und Herren, es steht 1:0 für den SC Melle 03.